Marvel und Capcom haben es getan, Injustice und die Turtles und sogar Mario und die Rabbids hatten in diesem Jahr ein gemeinsames Abenteuer. In Videospielen sind Crossover keine Seltenheit und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch Blizzard Entertainment hat ein hauseigenes Crossover-Spiel herausgebracht. In Heroes of the Storm vereint der Entwicklerriese die Helden seiner größten Marken in einem neuen Spiel. Die Fülle an Titeln ist auch für andere Unternehmen interessant. Da ist es nicht verwunderlich, dass es auch Anfragen von Entwicklern gibt, die gerne mit Blizzard zusammenarbeiten würden. Eine Firma, die ihr Interesse schon des Öfteren verkündet hat, ist Telltale Games. Der Entwickler hat sich darauf spezialisiert, aus Fremdmarken eigene Adventure-Serien zu machen. So hat Telltale unter anderem Spiele zu The Walking Dead und Game of Thrones veröffentlicht. Dass man auch gerne ein Blizzard-Spiel machen würde, erzählt uns Telltales Job Stauffer. Blizzard, listen. Wenn ihr mit uns an einem Overwatch-Spiel arbeiten wollt, ihr habt unsere Nummer, wir haben eure. Nee, Spaß. Ich glaube, wenn man die E-Sport-Szene betrachtet, ist Overwatch eines der erfolgreichsten Spiele. Es war das Game of the Year 2016 und bei uns im Büro gibt es auch viele Overwatch-Fans. Something like Overwatch could be cool. Doch wie stehen die Blizzard-Entwickler dem Thema gegenüber? Möchte man sich überhaupt mit einem externen Entwickler zusammentun oder lieber alles weiterhin intern behandeln? Okay. Also ich persönlich bin ein sehr großer Fan von den Telltale-Spielen. Ich als Game Designer arbeite aber nicht direkt damit und müsste einen unserer Produzenten fragen. Aber wenn sowas passieren sollte, würde ich es sehr gut finden. If that happens, I think that would be pretty fun. Yeah. I don't think that's something we would do. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was wir in naher Zukunft anstreben. Es gibt hunderte Charaktere im Blizzard-Universum, die wir noch in unser Spiel einbinden wollen. Zum Beispiel die neuen Helden in Overwatch. Genau diese wollen wir erstmal zu Heroes bringen. Eine Kooperation mit anderen Firmen im Mashup-Style ist aber nichts, worüber wir bis jetzt gesprochen haben. Bis Blizzard und Telltale zueinander finden, wird vermutlich noch etwas Zeit ins Land gehen.